Hi, ich bin Günther, ich mach's deine Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber Story. Wir sind immer noch in der eigentlichen Walross Edition auf dem Mond, auf dem Weg zu McCrossmas Basis. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo diese Musik spielt. Ich werde es wohl heute noch erfahren, weil die letzte gedrehte Folge erst heute, wenn ich das hier und die nächste Folge drehe, online kommt. Egal. Weiter. Der Dungeon ist eben kein wirklicher Dungeon. Ich denke, das wird es dann langsam sein, deswegen save ich hier nochmal. Ich hoffe, jeder weiß, was dieser Track ist, außer mir, und ich hatte recht. Wir sind endlich angekommen. Das muss eine Krosnas Festung sein. Ich frage mich, wieso mir das nie vorher aufgefallen ist. Das Gebäude ist so groß, dass man sicher auch von der Erde sehen könnte. Deswegen ist es auf der dunklen Seite des Mondes. Wahrscheinlich, weil es von der Dunkelheit verborgen ist, denke ich. Wird wohl stimmen, Lodecke. Das ist also eine Krosnas Festung, wer hätte das gedacht? Nächster Dungeon! Die Musik ist auch sehr passend. Wobei hier so der eine kleine Punkt ist, ich weiß halt nicht, ob das überhaupt irgendwie umsetzbar war. Dass es halt schon Pokémon gab eigentlich. Leute, dieser Samen, seid ihr in Ordnung? Laut Ecke Günther, warum seid ihr hier? Ihr müsst sofort von hier verschwinden. Dafür ist es zu spät. Moinsen! Ihr seid also endlich gekommen, Günther und Lodecke. Ich hoffe ja, dass wir heute die Walross-Edition ein gutes Stück weiterspielen können, ohne Unterbrechung, und vielleicht ein Ultra-Nikrosma-Battle haben, diese Folge. Ich gebe euch zwei Möglichkeiten. Entweder ihr ergebt euch freiwillig. Ich würde euch zur ersten Methode raten. Solche Aussagen versteht ihr nicht, die keine Insider hier sind. Aber einige von euch verstehen das. Ich weiß genau, was du vorhast. Wenn du mich loswerden willst, dann musst du es erst mit uns aufnehmen. Du weißt gar nichts über diese Welt. Am besten, ich mach's einfach kurz. Oh, jetzt schon Battle? Es gibt jetzt ein Battle? Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und warum kann der Feuer odern? So, Nikrosma kriegt aber schön einen auf die Schnauze. Wahrscheinlich wird Günther hier sowieso der komplett Carry sein. Ich meine, wir haben hier Nikrosma mit Psycho und dann wohl noch das Lunastein und Sonnfeld, die da rumstanden. Auch wenn ich mich frage, warum die überhaupt die ganze Zeit da rumstanden und nichts gemacht haben. Palkias Team aus Teamhimmel müsste das sein. Wozu soll ich wechseln? So, Hydropumpe. Da tankst du garantiert nicht. So, eigentlich in der Walross Edition gibt es hier ja gar keinen Kampf, aber ich verstehe schon, warum hier einer eingefügt ist. Und bye bye! No problem! Nikrosma war der Einzige, der irgendwie so gerochen hat, als würde was reisen können. Das ist nicht das Ende! Ja, ich weiß, das ist gerade erst der Anfang. Günther, laut Ecke, duckt euch, ich stehe aus irgendeinem Grund neben euch. Wisst ihr jetzt, warum ich euch nicht gehen lassen wollte? Nein, wir haben die gerade vollkommen auseinandergenommen. Naja, ich bin ja noch rechtzeitig gekommen. Nikrosma, gib einfach auf, bevor wir angreifen müssen. Du tauchst ja also auch noch auf, Latias. Dass du dich das traust nach dem, was du mir schon angetan hast. Aber glaub nicht, dass ich einfach aufgebe. Diese Schlacht ist noch nicht vorbei. Oh, das wusste ich gar nicht, dass ich so ein ähnliches Zitat schon in der ersten hatte. Ich denke, es gibt so zwei Zitate, die man als wirklicher Walross-Edition-Gucker, vielleicht Fan, gibt es ja, glaube ich, tatsächlich ein paar, kennen muss. Einerseits, solange du hoffst, wird die Hoffnung leben.
Und diesen Kampf habt ihr gewonnen, doch der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Und jetzt schreibt ihr mir, von welchen Charakteren diese Aussagen kommen. Am Ende werde ich gewinnen. Ich hoffe, ihr lernt was draus, aber letztendlich war es wohl gut, dass ihr hergekommen seid, deswegen verzeih ich euch. Nun wissen wir, warum Günther der Schlüssel zu allem hier ist und Necrozma ist geschwächt. Sobald wir hier weg sind, begeben wir uns in den Zwielichtforst. Dort liegt Necrozmas Hauptquartier. Wenn wir jetzt dorthin gehen, können wir ihn besiegen. Während des Gespräches hat Lord Ekebisa Samen Flank befreit und mischte sich jetzt auch ein. Sein Hauptquartier? Davon hast du mir nie etwas erzählt. Ich dachte, diese Festung wäre sein Hauptquartier. Nachdem Latias uns die genaue Lage erklärte, entschieden wir uns, wie sie vorgeschlagen hatte. Dank Cresselia waren wir wieder bereits alle am Eingang zur Mondsteingrotte, als Flank plötzlich zusammenzuckte. Ich muss echt sagen, vor allem aus heutiger Sicht bin ich mit der Walross Edition 1 nicht mehr wirklich zufrieden. Und ist Cresselia jetzt ein Shiny? Das sieht ein bisschen so aus. Ich muss es sagen, die Resonanz vor allem ist unfassbar zu dieser Geschichte. Aber aus heutiger Sicht bin ich mit vielen Dingen aus der Geschichte nicht zufrieden. Und irgendwann, wenn ich die Zeit finde, werde ich die Walross Edition 1 neu schreiben und neu aufnehmen. Lauter Scheißszenen rausnehmen, Logikfehler vor allem in der Afterstory entfernen, einfach sie anpassen. Und natürlich auch nochmal, meine Vorleseweise war auch schrecklich, vor allem zu Beginn. Und nein, das habe ich ganz vergessen, dieser Samen nickte. Was ist denn in Flönk gefahren? Ein LKW. Wir werden ihn fragen, sobald wir Necrozma besiegt haben. Darauf brachen wir zur wahren Festung von Necrozma und Osama auf. Als wir am Zivillichtforst ankamen, entschieden wir uns über Nacht zu lagern. Komm, wir können bis zu Necrozma jetzt spielen. Der Zivillichtforst schien aber die Persönlichkeiten von Lord Ecke und Latias zu beeinflussen. Mit jeder Minute wurde Lord Ecke unsicherer, ob wir es wirklich schaffen können, während Latias zum ersten Mal, seit ich sie traf, sehr locker wirkte. Und das ist vielleicht eine Szene, da würde ich gerne... Hier ist jetzt wirklich Faktenwissen. Ich habe das hier in der Erklärung einfach auf den Wald geschoben, der irgendwas verändert. Das ist aber Schwachsinn. Der Wald hat nichts mit den Persönlichkeitsänderungen zu tun. Es liegt einfach daran, was wahrscheinlich alle wissen, dass Necrozma ja eigentlich in dieser Geschichte der Gute war. Und Lord Ecke hat viele Zweifel, ob er das Richtige tut, ob er überhaupt gewinnen will. Und Latias denkt sich, ja, endlich machen wir diesen Keck mal kaputt, Abibi! In dieser Zeit dachte ich über das nach, was in dieser Welt geschehen war. Und das ist halt Günther, ne? Das ist halt Günther, der Nachdenkliche. Es gab viele Fragen, die ungeklärt geblieben waren. Auch immer noch. Warum wollte Latias das nicht, dass ich Lord Ecke erzähle, was ich vor meiner Reise in die Vergangenheit gesehen hatte, woran ich mich erinnert hatte? Und was war in der Festung mit Necrozma los? Das sah gar nicht gut aus. Ich bekam seinen Satz nicht aus dem Kopf. Du weißt gar nichts über diese Welt. Wo kommt die Musik schon wieder her? Ich finde irgendwie, Zwielichtforst stelle ich mir ein bisschen anders vor. Da denke ich halt wirklich so, halt wirklich auch, genau die Musik, die im Retterteam die Exits der Zwielichtwald hat. Am nächsten Tag wachte ich früh auf, während Lord Ecke und Latias noch schliefen und dabei aussahen, als wären sie wach. Ich entschied mich, Bernd zum Frühstück zu sammeln. Und obwohl ich nur kurz weg war, waren die beiden nach meiner Rückkehr wach. Als alle Vorbereitungen getroffen waren, zeigte uns Latias ein Gebilde in einer Lichtung. Dort vorne ist die Festung. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das sieht echt cool. Okay, es sieht ein bisschen seltsam aus, wie da irgendwie so links eine Hälfte von einem Haus ist und rechts dann noch eine, aber an sich sieht's ganz cool aus. Lasst euch nicht vom Äußerlichen täuschen, in dieser Basis befinden sich alle von Necrozmas Geräten. Die er nutzt, um das Licht verschwinden zu lassen. Nur, auch weil ich weiß, das wird nicht möglich sein in diesem Spiel, dass das halt wirklich sehr modern aussieht. Hier war eher weniger so Hintergedanke. Das sollte wirklich eher so wie, keine Ahnung, Mittelalter.
passiert denn mit Sieg? Wir müssen so schnell wie möglich da rein. Wieso sind da keine Zoroark? Ich hab ne Idee! Wir stürmen einfach rein! Mann, die Namen sind immer so kacke mit der Länge. Nicht dunkle Macht passt nicht rein. Mond und Sonne. Also gegen die muss ich jetzt kurz kämpfen. Ich hab euch gerade zwar schon... okay, da war der niedrige Level. Trotzdem habe ich schon 2 von euch besiegt, als ihr den Crossma dabei hattet. Also... ja, viel Spaß. Nur die Musik fühle ich gerade. Oh, Schmerzen! Für den Gegner! Schmerzen! Die Musik fühle ich gerade nicht so. Und ich versuche es hier schon sehr Virus-Enthusiastik zu machen. Einfach nur eine Ausrede dafür, dass Günther hier eigentlich gegen jedes Pokémon am besten ist und ich deswegen keinen anderen nutze. Und damit Günther deutlich höher gelevelt sein wird als Lord Ecke und Latias. Jetzt mal im Ernst. Das ist vielleicht das erste Mal im ganzen Spiel, dass ich sagen muss, ich kann die Musikauswahl nicht ganz nachvollziehen. Okay, reicht aber. Das hat schon mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Also. Ah ja, seid ihr Vögel oder was? Eine Crossmas Festung. Also jetzt die andere. Das hier ist keine Festung eigentlich, sondern eine Basis. Okay, das sieht wirklich sehr ähnlich aus. Sollte es eigentlich nicht. Wir traten langsam ein. Die Spannung lag bereits in der Luft. Draußen donnerte es. In dem Saal war nichts zu sehen, bevor es plötzlich blitzte und der Raum kurz erhellt wurde. Warum ist hier Lava? Das ist nicht Bowser. Da sollten eigentlich Fenster sein, lol. Ihr seid also wirklich gekommen. Ihr habt den gesamten Zwielichtforst durchquert, nur um mich hier schon wieder zu nerven. Was denkt ihr, wer ihr seid? Du weißt genau, wer wir sind. Du bist noch von meinem Angriff auf den Mond geschwächt, das weiß ich genau. Also gib auf, bevor wir ernst werden müssen. Hier kannst du nicht falsch abhauen. Ihr seid mir... es regnet in die Festung? Ihr seid mir bis hier gefolgt. Weil ihr denkt, dass ihr mich wegen so einem Angriff besiegen könnt? Ihr seid noch dümmer, als ich dachte. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ihr freiwillig in euer Verderben rennt. Latias, Lord Ecke. Ah, ja, so heiß ich. Hi, Günther. Ja, Lord Ecke? Hä? Und gibt's keinen Kampf? Ne, Crossma ist ein bisschen heller, aber normalerweise wäre doch jetzt schon Kampf gewesen. Latias wäre jetzt ausgenockt und Lord Ecke und Günther wären zurückgedrängt an der Wand. Vergiss es, Günther, es hat keinen Sinn mehr. Wir haben getan, was wir konnten, aber hier ist es jetzt wohl zu Ende. Nein, das darf nicht wahr sein. Nein! Zeit, das jetzt zu beenden. Keine Musik. Das denke ich, ist nicht so gewollt. Alter, das Ding ist ja komplett hell. Das sieht man gefühlt gar nicht. Das sieht man gefühlt gar nicht, weil es so hell ist. So, frigging. Okay. Eigentlich ist Defensive nicht so ultra mit Crossmas Stärke. Aber das scheint mir nicht zu jucken. Ja, wegen dem Regen habe ich mir schon gedacht, könnte vielleicht helfen. Aber, ja, Günther ist raus. Wenn's ganz logisch wäre, hätte ich jetzt verloren. Aber ich werde wohl noch Lord Ecke und Latias haben, ja. Latias ergibt, storytechnisch wirklich kein... Warte, Lord Ecke hat ein Item? Ich denke, Latias wird das hinkriegen, aber ich will das nochmal kurz sehen.
Warum tragen hier alle Items? Ein Trank! Und du auch, oder? Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwelche Gründe hatte, weil das Spiel sonst irgendwie nicht mitspielen wollte, dass jeder einen Trank trägt. So, du hast doch bestimmt irgendeine Drachenattacke, sag mal, Latias. Was kannst du eigentlich? Und warum ist das neutral? Ultra Necrozma ist doch ein Psycho-Dragon-Type. Da dürfte Psycho eigentlich, okay, komm, Lord Ecke, du schaffst das. Oh Gott, aber der hat Antikraft. Es wird vermutlich darauf hinauslaufen, auf die Frage, wird Antikraft one-hitten? Die Musik, denke ich, halt ist eben leider fehlerhaft. Och, und der Regen. Nein, das sind ja Nierans-Attacken. Ruckzuck, Hieb. Was? Das sehe ich nicht ein, dass ich deswegen jetzt verloren habe. Das sehe ich nicht ein. Offensichtlich hat Fragezeichen 9 den falschen Typen für Ultra Necrozma. Das ist offensichtlich der falsche Typ. Anscheinend ist das ein Dragon Ghost Type. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Jetzt mal ganz, ganz, ganz for real. Oh, jetzt spielt Musik. Zwar keine wirklich besondere, aber es spielt Musik. Aber hier, da sehe ich jetzt wirklich keine Schuld. Offenbar ist Ultra Necrozma hier ein Dragon Ghost Type. Das erklärt, warum auch der Biss trotzdem sehr effektiv war. Auch wenn er es eigentlich nicht sein dürfte. Falsch gesagt. Biss wäre auf jeden Fall sehr effektiv. Weil das gegnerische Pokémon hier ein Psychotyp wäre im Normalfall. Nein! Das war's wieder. Deswegen ist Psycho auch neutral gewesen. Okay, das war's wieder verloren. Das macht's halt viel schwerer, weil Lord Ecke dann nichts machen kann. Ja, der hat jetzt eh alle Werte gebufft. Komm, dritter Versuch. Aber da bleibe ich bei. Da sehe ich keine Schuld auf meiner Seite. Denn im Original ist Ultra Necrozma ein Drachen-Psychotyp. Und hier ist es offensichtlich ein Drachen-Geist-Typ. Kann ich den Kampf cheesen? Ich hab so eine Siegeschance! Was ist denn das? Was ist das? Ich krieg den nicht besiegt! Unter anderem... Ich red mich da jetzt drüber auf! Ich hätte im ersten Versuch vermutlich gewonnen, wenn er seinen normalen Typen gehabt hätte. Andererseits hätte dieser Angriff dann auch noch weniger gemacht. Ja, Latias ist Two-Hit. Was? Was ist denn das? Dann fehlen auch noch... Ich glaube, ich habe vier Angriffe gemacht. Drei haben verfehlt oder sowas. Ja doch, kann sein. Günther konnte einen Biss machen. Eine Hydropumpe, die allerdings daneben gegangen ist. Ja, Geld habe ich jetzt nicht mehr. Eine Hydropumpe ist daneben gegangen. Dann, Da
Dann Lord Ecke ist Brüller daneben gegangen wegen der Paralyse. Dann ist Latias Psi-Welle daneben gegangen und dann habe ich verloren. Und jetzt lass mich gewinnen! Hydropumpe ist, soweit ich es mitbekommen habe, wirklich stärker als Biss. Aber ich sehe meine Hauptshot. Gefühlt meine. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich kann nicht mehr angreifen! Ich treff auch mal! Ich treff sogar mal! Vor allem der Unheilblum und Antikraft, zwei Attacken, die seine Werte boosten können. Jetzt mal im Ernst, das ist hier das Einzige, was ich irgendwie sehen kann, wie ich den Kampf gewinnen kann. Das wird One-Hitten. Nee. Es geht nicht. Ich kann diesen Kampf nicht gewinnen. Es geht nicht. Kann mir jemand sagen, wie ich das schaffen soll? Ich werde es reinschneiden müssen. Lagebericht Nummer 1. Versuch 1 nach dem Cut. Es beginnt ganz gut für mich. Günther hat 2 Bisse rausbekommen und Nick Schossmer auf die Hälfte der Leben gebracht. Das Problem ist, dass Lord Ecke und Latias beide keinen relevanten Schaden machen können. Ich muss gucken, wie ich weiterkomme. Lagebericht 1, Ende. Lagebericht 2, Versuch 1. Lord Ecke ist so verkackt nutzlos, es würde mehr Schaden machen, Ultra Nick Schossmer anzufurzen als dieser Angriff! Versuch 1, Lagebericht 3. Ich sehe keinen Weg, wie ich irgendwie gewinnen kann, denn es wird auch nichts bringen, Günther zu heilen, da er ja trotz allem sehr schnell stirbt, genau wie alle anderen. Das kommentiere ich jetzt wieder mal nicht. Okay, das sieht nach einer Chance für mich aus. Wenn er auf Latias Dildreck benutzt. Ist das ein Gag? Willst du mich verarschen? Oh, die macht nicht mal so baden Damage. Wenn ich mich 2 verfehlt hätte, wäre das der Sieg. Versuch 2, Lagebericht 1. Ich gehe erneut in den Kampf, in der Hoffnung, dieses Mal eine Strategie zu haben. Ob sie funktioniert, kann ich gleich mitteilen. Versuch 2, Lagebericht 2. Ich hasse mein Leben. Und kann bereits sehen, dass meine Taktik nichts nützt. Denn wie ich bereits angekündigt hatte, der ursprüngliche Plan wäre, Günther jetzt zu heilen, aber ich habe keine guten Heil-Items. Und selbst wenn ich... Ich habe Limonaden und Hypertränke! Das werde ich mir aber nicht für diesen Try merken. Die Paralyse ist zu verheerend. Versuch 3 wird beginnen. Versuch 2 immer noch. Lagebericht 3. Nick Schossmer gibt mir die riesige Chance zu gewinnen. Er hat Grimasse benutzt. Er hat mich nicht angegriffen. Er hat Grimasse benutzt und mir damit einen extra Hit mit Biss geschenkt. Latias muss jetzt den Sack zumachen. Denn Lord Ecke wird es nicht schaffen.
Lade mir nicht! Leck mich! Ich hab ihn umgebracht! Du kleiner, hässlicher! Digga, was war denn das für ein Battle? Ich glaub zwar, wenn ich das mit den Heil-Items früher gecheckt hätte, anscheinend hat man doch mit jedem die Heil-Items von allen. Ich dachte, man hätte das nicht so oder nur die Beeren, aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es auch früher schon schaffen können. Aber Ultra Nekrosma ist besiegt. Was? Gott, war das anspruchsvoll. Nekrosma, es reicht. Hier endet es. Ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder dem Licht dieser Welt schaden kannst. Diese Welt wird weiter existieren und mit ihr all ihre Bewohner. Mit diesen Worten schickte ich ihn endgültig zu Boden. Warum fällt Günther jetzt in Ohnmacht? Hä? Was ist jetzt auf einmal passiert? Wurde jetzt ein Abschnitt komplett geskippt? Hörst du mich? Du darfst nicht aufgeben. Wer bist du? Ein Freund. Ah, Mäuse. Du bist kurz davor, in deiner Geschichte zu sterben, was? Nein? Das werde ich nicht zulassen, aber dazu musst du an dich selber glauben, Günther. Wie meinst du das? Ah ja, noch was. Du bist gerade auf ein anderes Ende gerutscht. Du musst zurück. Hä? Sagen wir es so, Latias ist nicht, wie sie scheint. Das weiß ich. Hä? Okay, jetzt ändert sich alles. Jetzt ist hier Virus-Editionsabschnitt ist offensichtlich rum. Günther, wach doch auf. Tu uns das nicht an. Sportunterricht ist super. Günther, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Na, Decke. Du wirst sterben, wenn du nicht an dich glaubst. Heißt das, ich verschwinde aus dieser Welt? Und was ist mit Nekrosma passiert? Nekrosma hat sich verpufft und danke. Dank dir konnte ich mein Ziel erfüllen. Das heißt was? Du hast diese Welt gerettet. Vielen Dank, Günther. Hä? Okay, wir sind wirklich jetzt komplett woanders. Jetzt wo du wach bist, können wir feiern und die Sau rauslassen. Für den schlechten Flachwitz. So Leute, ihr habt Flock gehört. Wir machen Party. Ich mach heute Party. Macht ihr heute Party? Alles klar? Aber konnte man sich irgendwie denken, die dunkle Macht haben wir ja bereits getroffen. Und zwar nicht bei Latias. So lebten ab diesem Zeitpunkt alle in Frieden in Silberdorf. Aber Günther, gingen die Worte der Vision nicht aus dem Kopf. Du musst an dich selbst glauben. Die Tage vergingen normal, bis eines Tages... Günther, Latias ist zurück zu Nekrosmas Schloss gegangen. Und? Sie hat dabei fies gelacht. Okay, anscheinend ist jetzt ein bisschen Story-Änderung. Latias ist nicht, wie sie scheint. Anscheinend ist jetzt Story-Änderung. Latias, was machst du hier? Hä, wie habt ihr meine Zeitreise bemerkt? Wie auch immer. Danke, Günther. Ach, jetzt geht's mit der Virus-Edition weiter. Ich verstehe gerade absolut nicht, was gerade passiert ist. Sie absorbiert gerade Teile von Nekrosma. Die Schatten sind mein Danke für die Rettung der Schatten. Bring Günther weg. Nein, das werde ich nicht tun. Ich hab beim Spiel lang genug mitgespielt. Ich hätte es schon früher beenden müssen. Was passiert hier? Ja, frag ich mich auch, Günther! Frag ich mich auch! Es ist wirklich schade, Lord Ecke. Du hast so lange Zeit gut geholfen. Doch wenn du das so siehst, muss ich dich wohl auch loswerden. Denkst du ernsthaft, ich lasse das zu? Günther fällt nochmal um. Text überspringen. Rein theoretisch wird es jetzt vermutlich ewig langes Virus-Elektionsgelaber sein, aber... Komm schon, Günther, wach endlich auf! Bleib ruhig, wir sind hier erstmal sicher. Klar, fühle ich mich sicher, wenn Endboss neben mir sitzt, der mich gerade dreimal zerstört hat! Nee, dreimal, vier, fünf? Warum Sicherheit? Ich konnte uns gerade noch wegteleportieren. Tut mir leid, war mein Fehler. Ich hätte dafür sorgen müssen, dass du nicht einem von Latias Schergen in die Arme läufst. Warum solltest du daran schuld sein, Nekrosma? Bist du dumm im Gehirn? Latias hat so gemacht, dass du es nicht aus dem Kopf rauskriegst. Latias hat keine Arbeit in dieser Geschichte geleistet.
Ich hab dich aus deiner Welt hierher geholt, nicht Latias. Ich dachte nur, es wäre jemand mit einer Fragezeichen-Cappy gewesen. Das gleiche gilt auch, als du in die Vergangenheit gereist bist. Die Stimme war ich. Aber wenn du es alles warst, warum hast du mir nichts gesagt? Warum hast du nicht einfach mit mir geredet? Das ergibt keinen Sinn. Ich habe deinen Aufenthaltsort später erfahren, als du Latias begegnet warst. Außerdem, wem hättest du geglaubt? Deshalb habe ich eure Freunde zum Schein entführen lassen, als Latias aufgetaucht war. Alles hätte geklappt. Ich hatte nicht vor, euch zu verletzen. Das ist irgendwie ein Scheißgrund, unsere Freunde in Gefahr zu bringen. Egal. Du hast gerade von einem Spion. Nein, hat er noch. Eigentlich hat er hier in der Version gar nichts davon gesagt. Warum hat er Günther nichts erzählt? Ja, dieser Sam halt. Stimmt. Ja, ergibt schon Sinn. Kannst du mir erzählen, wie du mit Latias zusammenarbeitest, Ladecke? Bist du wütend? Nein, ich bin Günther. Okay, für den Witz lasse ich's. Ich meine, es begann vor vielen Jahren mit einem guten Freund. Wir haben die Zeit gerettet und halt die ganze Welt damit. Aber wieso soll ich dir das erzählen? Du weißt das sowieso schon. Schließlich bist du das Pokémon, mit dem ich das alles erlebt habe. Also warum hast du dich damals einfach verpisst? Ich wollte nur kurz Zigaretten kaufen. Ich meine, ich wusste es seit meiner Reise in die Vergangenheit und Latias wollte, dass ich dir nichts davon erzähle. Und ich weiß auch genau, warum jetzt. Hätte ich es dir vorher erzählt, wäre aber alles anders passiert. Und damals in Schatzstadt hatte ich keine Wahl gehabt, außer zu verschwinden. Hätte ich bleiben können, dann wäre das alles nie passiert. Ich hätte dir weit einfach sagen sollen, wäre auch alles nie passiert. Ist schon okay, Günther, ich hätte dich einfach frei. Das ergibt keinen Sinn, hätte Günther auch nichts gesagt. Ich erzähle meine Geschichte mal fertig. Als du damals verschwunden warst, habe ich eine schlimme Zeit durchgemacht. Alle in unserer Region waren ausgelassen und haben die Rettung der Region gefeiert, aber ich konnte mich nicht freuen. Ich konnte nur jeden Ort mit Erinnerung von unserem Abenteuer verbinden. Nach kurzer Zeit hielt ich es einfach nicht mehr aus und bin nach Silberdorf gereist. Doch anstatt dass alles besser wurde, wurde es nur schlimmer. Ich vermisste nicht mehr nur dich, nein, sondern die ganze Stadt. Aber ich war zu stolz, um das einzusehen. Ich dachte, in Silberdorf wird alles besser. Doch jeden Tag wurde es noch schlimmer und ich begann die ganze Welt zu hassen. Kurz bevor ich in Silberdorf ankam, traf ich auf Latias. Sie meinte, sie wüsste, was mir widerfahren sei und überzeugte mich endgültig, hi YouTube-Benachrichtigungen, ich versuche aufzunehmen, dass die Welt nicht existieren dürfte. Doch kurz danach traf ich Flank und Bisasam und begann wieder Hoffnung zu fühlen. Und als du wieder in diese Welt kamst, war ich mir sicher, allen die Wahrheit erzählen zu müssen. Wenn ich gewusst hätte, dass Bisasam sie ebenfalls gekannt hätte... Ich habe aber schon die ganzen Lügen von Latias erzählt und der Rest ergab sich von selbst. Ihr müsst uns den Rest später erklären. Am besten reisen wir nach Silberdorf. Necrozma, da oben fliegt deine Basis. Oh, scheiß drauf, die macht das so. Ich bräuchte langsam Save Point. Obwohl, brauche ich nicht, ich nehme ja eh noch eine Folge auf. Ihr seht in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Habibi! Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo auf diesem Kanal da. Ein Like unterstützt das Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.